Hi, hier ist Norman. Ich möchte über den Hauptunterschied zwischen einem Gemüsesaft aus einer Saftpresse und einem Smoothie oder Gemüsesuppe aus einem Vitamix sprechen. Denn ich habe jetzt schon so oft die Erfahrung gemacht, dass mir Sachen, die flüssig sind und Ballaststoffe enthalten, mir nicht richtig bekommen. Also alles, was ich im Vitamix mache, so Smoothies oder Gemüsesuppen, kann der Körper nicht richtig verdauen. Aber das Problem habe ich nicht, wenn ich genau dieselben Zutaten in eine Saftpresse gebe. Denn die Saftpresse entfernt dann die schwer verdauliche Zellulose, also die Ballaststoffe. Und übrig bleiben die puren Nährstoffe in einem Saft. Unser Körper kann Ballaststoffe und Wasser nicht gleichzeitig verdauen. Wir sollten aber Ballaststoffe essen, aber nicht mit Wasser verdünnen. Also ich kann seit jahrelanger Rohkost sehr viel Rohkost essen ohne Verdauungsprobleme. Auch gerade ballaststoffreiche Kohlgemüse oder Wurzelgemüse oder gekeimte Hülsensprossen kann ich massenweise essen ohne Verdauungsprobleme. Aber immer wenn ich Smoothies oder Gemüsesuppen esse, dann spielt meine Verdauung definitiv verrückt. Und auch eher schlimm ist es, wenn wir andere Lebensmittelkombinationen zusammenmischen, die miteinander reagieren könnten. Zum Beispiel sehr schlechte Erfahrungen habe ich gemacht mit Tomaten und Gemüse gleichzeitig. Denn Tomaten sind auch nur Früchte. Also gerade so eine Gemüsesuppe, die aus Tomaten besteht, bereitet mir große Probleme. Auch Probleme habe ich mit zu vielen Paprika und Gemüse. Wahrscheinlich ein ähnlicher Effekt. Oder es liegt daran, dass gerade diese Sachen extrem überzüchtet sind. Teilweise werden Tomaten sogar so gezüchtet, dass sie gar nicht mehr vollständig nachreifen, nur damit sie sich länger halten. Und außerdem werden sie da auch auf eine bestimmte Größe gezüchtet und so weiter. Also ich kann nur von übermäßigem Verzehr von Tomaten aus dem Supermarkt verzichten. Wer natürlich seine eigenen Tomaten anbaut, hat das Problem natürlich nicht. Aber er sollte die Tomaten trotzdem möglichst nur für sich essen und nicht mit Gemüse zusammen. Denn das ist einfach eine schlechte Verdauungskombination. Die Fruchtsäure reagiert dann mit den Gemüse. Oder auch Fruchtzucker aus zu vielen süßen Früchten kann auch mit anderen Früchten oder Gemüse reagieren in einem Smoothie. Deshalb bekommen auch Smoothies vielen Menschen nicht so optimal. Sie können nicht so optimal verdaut werden. Sie sind natürlich nicht schädlicher. Ein Smoothie oder eine Gemüsesuppe ist immer noch tausendmal gesünder als alles in einem Getränkemarkt oder in der Fertiglebensmittelabteilung. Nur ich kann es jedem nur empfehlen, hauptsächlich sein Gemüse zu entsaften. Ich benutze den Vitamix hauptsächlich nur noch zum Mahlen von Nüssen oder zum Kleinraspeln von Kohl- oder Wurzelgemüse. Denn dazu eignet er sich sehr gut. Und mein Dressing ist auch nicht richtig flüssig, sondern eher teigförmig, weil es viel besser verdaut werden kann auf die Art und Weise. Ein Entsafter ist also viel verdaulicher und dadurch können wir auch noch viel mehr Nährstoffe aus dem Saft bekommen. Beim Vitamix wird auch noch Sauerstoff eingewirbelt und einfach auch Nährstoffe wieder zerstört auf die Art und Weise. Deshalb ist eine Saftpresse für Gemüse definitiv besser geeignet. Eher abraten würde ich beim Entsaften von Obst, denn gerade wenn wir die Ballaststoffe aus dem Obst entfernen, wird der Zucker wiederum zu schnell aufgenommen. Deshalb empfehle ich, dass wir Obst möglichst einfach nur vollständig als ganze Monomahlzeiten essen. Denn das ist wirklich am besten. Und wie gesagt, auch Tomaten sind Früchte und sollten am besten auch wieder nur für sich als Monomahlzeit gegessen werden.